Hi Leute, heute mal ein kleines informatives Video mit den drei wichtigsten Fragen bezüglich Work and Travel in Australien. Fangen wir direkt an. Was kostet Work and Travel? Geld. Wie viel Geld brauche ich für Work and Travel? Viel. Woher bekomme ich Geld? Arbeit. So, das war's auch schon wieder von meiner Seite. Also Leute, bis dann. So, jetzt aber mal Spaß beiseite. Seien wir doch mal ehrlich. Die Infos kriegt ihr überall im Netz. Ihr müsst nur mal googeln. Ich sag's euch gerne trotzdem nochmal. Um in Australien einzureisen, braucht ihr 5000 australische Dollar, entspricht circa 3500 Euro. Oder ihr könnt ein Rückflugticket nachweisen. Damit will die australische Regierung sicherstellen, dass ihr auch irgendwie wieder nach Hause kommen könnt und nicht in dem Land versumpft. Australien an sich ist ein sehr, sehr teures Land. Also wir haben damit überhaupt nicht gerechnet, dass es so dermaßen teuer ist und haben das auch ein bisschen unterschätzt. Also informiert euch am besten vorher ein bisschen. Und es kommt natürlich auch darauf an, was wollt ihr machen? Wollt ihr viel Sightseeing machen? Wollt ihr euch ein Auto kaufen? Wollt ihr Fallschirmspringen gehen? Wollt ihr Touren machen, geführte Touren? Oder macht ihr sowas alles selber? Fakt ist, es kostet alles viel Geld in Australien. Das fängt bei den Lebensmitteln an und hört bei den Sightseeing-Touren auf. Auf der anderen Seite ist Australien auch ein Land, wo man extrem schnell viel Geld verdienen kann, vorausgesetzt man findet einen gut bezahlten Job. Der Mindestlohn bei Fruitpicking liegt so bei 21,65 australischen Dollar, ungefähr, glaube ich zumindest, war mein letzter Informationsstand. Davon müsst ihr allerdings 30 Cent pro Dollar an Steuern abdrücken. Und ich glaube, bis Juni 2016 könnt ihr euch das Geld dann am Ende, wenn ihr eure Steuererklärung macht, auch wiederholen. Oftmals ist es aber auch so, dass euch ein Farmer unter der Steuerhand schwarz bezahlen wird. Dann könnt ihr so mit, ja, sagen wir mal, 15 bis 18 Dollar Cash auf die Hand rechnen. Wenn ihr schlau verhandelt, könnt ihr auch wahrscheinlich sagen, hey, du sparst dir den Steuerkram, du musst kein Superannuation bezahlen. Das ist diese Rentengedöns in Australien, was ihr euch übrigens auch zurückholen könnt. Und ja, wenn ihr es schlau macht und gut verhandelt und vielleicht auch einen coolen Farmer findet, dann könnt ihr wahrscheinlich sogar irgendwie 20 Dollar Cash auf die Hand raushandeln. Dann kriegt ihr natürlich kein Second Year Visa unterschrieben, denn seit August 2015 ist es so, dass ihr für das Second Year Visa zwingend Paychecks vorlegen müsst, womit ihr belegt, dass ihr auch gearbeitet habt. Früher war es so, ihr konntet auch Woofing machen oder halt Volunteer Work. Und einfach sagen, jo, ich habe gearbeitet, euch hat das einer unterschrieben und dann lief die Sache. Mittlerweile ist das alles ein bisschen anders. Prinzipiell ist es aber schon möglich, einfach und schnell an Jobs zu kommen. Ihr haut eine Ad bei Gumtree rein oder geht einfach die Farmen abklappern, fragt, ob die Jobs für euch haben. Kommt dann relativ schnell auch gut an Geld ran. Wie viel Geld braucht man, kann man pauschal einfach nicht beantworten. Das kommt wirklich auf euch selber an, was ihr machen wollt. Wir haben in einem halben Jahr jetzt rund 15.000 Euro ausgegeben, nur um mal euch so eine kleine Vorstellung zu geben. Und wir haben nicht viele Sightseeing-Touren und sowas gemacht. Gut, wir haben uns ein Auto gekauft, das ist dann leider kaputt gegangen, also war das ein bisschen Geld zum Fenster rausgeschmissen. Aber das ist natürlich Pech, ihr könnt natürlich auch Glück haben, wenn ihr euch ein Auto kauft. Und damit ein Jahr lang durch die Gegend gucken, ohne auch nur einmal ein Problem damit zu haben. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, ist, spart euch im Vorfeld genug Geld, dass ihr in Australien, wenn ihr ankommt, erstmal eine Zeit lang auch ohne Arbeit leben könnt. Denn wenn ihr ankommt und ihr habt null Geld in der Tasche, müsst aber in Sydney schon für eine Woche irgendwie 600-700 Euro für ein Hostel latzen, dann kann es schnell sein, dass ihr sowas von broke seid, dass ihr wieder nach Hause fliegen müsst. Und das wäre ja wohl schade, oder nicht? Woran man in Australien jedoch gut sparen kann, ist, wenn man große Mengen kauft. Denn die Australier fahren voll drauf ab, kauf groß, kaufst du günstig, kaufst du klein, kaufst du teuer. Kaufst du unverarbeitet, ist es günstig. Kaufst du verarbeitet, ist es teuer. Als kleines Beispiel, der Kiloblock Käse kostet im Woolworths oder im Coles Homebrand so um die 6 australische Dollar. Währenddessen irgendwie ein halbes Kilo in Scheiben geschnitten, schon abgepackt, um die 12 bis 15 Dollar kostet, je nachdem, welche Marke du kaufst. Fleisch an sich finde ich persönlich ziemlich teuer. Was hingegen ziemlich günstig ist, sind so Sachen wie Nudeln, Reis. Das sind irgendwie fürs halbe Kilo Nudeln zahlt man 65 Cent von der Homebrand. Außerdem solltet ihr darauf achten, auf Angebote. Denn oftmals ist es so, dass täglich Angebote wechseln. Das heißt, es kann sein, dass eine Sache wie zum Beispiel ja, die beliebteste Süßigkeit Tim Tam, übrigens müsst ihr probieren, wenn ihr in Australien seid,
kostet eine Packung irgendwie $3.50. Aber total oft gibt es die einfach im Angebot, zwei zum Preis von einer oder halt halber Preis. Oder einfach 20%, 30%, 40% reduziert. Also guckt da auf Angebote und schon spart ihr euch bares Geld. Essen gehen, super teuer. Und Alkohol, Zigaretten, alles was so Genussmittel ist, unglaublich teuer. Eine Packung Zigaretten zum Beispiel für die Raucher unter euch kostet im Schnitt so zwischen $15 und $20. Wobei auch wieder gilt, kaufst du dir eine Packung Marlboro, ist es teuer. Kaufst du dir Drehtabak, ist es wiederum ein bisschen günstiger. Alkohol würde ich komplett von abraten, weil das ist einfach unendlich teuer. Und es ist auch keine Besonderheit, dass wenn du feiern gehst, du in einer Bar oder einer Disco irgendwie $10, $15 für ein Glas Bier bezahlst. Also wenn ihr euch sowas verkneifen könnt, verkneift's euch, spart euch das Geld. Falls ihr feiern gehen wollt, sucht euch einen Job, macht Geld, dann könnt ihr es auch auf den Kopf hauen. Dann kann ich noch sagen, dass es generell so ist, dass es an der Ostküste günstiger ist als an der Westküste oder der Nordküste. Das heißt, Darwin ist somit eine der teuersten Städte überhaupt. Und das schlägt sich dann halt auch auf alles wieder. Das heißt, da sind Lebensmittel teurer, da ist Genussmittel teurer etc. Gleiches gilt, dass es an der Küste, wo viel los ist, wo die großen Städte sind, wesentlich günstiger ist, als es im Landesinneren ist. Weil die Lebensmittel, Sprit etc. muss ja alles irgendwie dahin gekarrt werden. Sprich, das sind Transportkosten und die werden natürlich auf den Konsumer abgewälzt. Was wir persönlich als ziemlich günstig empfunden haben, das war tatsächlich die Domino's-Pizza an der Ostküste, weil da kostet die Value-Pizza irgendwie $5. Das gilt aber nur an der Ostküste, denn zum Beispiel in Darwin kostet die schon wieder doppelt so viel, die Pizza. Preise vergleichen lohnt sich natürlich auch immer. Wenn du ein Produkt hast, was es als Homebrand gibt, also als Hausmarke, dann ist das immer günstiger, als wenn du irgendeinen Named-Brand hast. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch zwischen verschiedenen Läden zu vergleichen. Das kann sein, also es gibt ja verschiedene große Lebensmittel, bei uns wird das Discounter heißen, aber in Australien ist es halt so teuer, da kann man nicht wirklich von Discounter sprechen. Es gibt Woolworths, finde ich persönlich ist mit der teuerste. Dann gibt es Coles, der ist in vielen Dingen etwas günstiger. Es gibt aber auch einen Laden, der heißt IGA. Und da gibt es viele Sachen nochmal einen Ticken günstiger. Das ist die Hausmarke Black & Gold. Und davon gibt es wirklich viele, viele Sachen, die sind günstig und sind qualitativ eigentlich ziemlich gut. Ansonsten kann ich noch sagen, falls ihr Bock habt, Touren zu machen, geführte Touren oder Fallschirmspringen oder sowas, nehmt da nicht den erstbesten Preis. Ihr könnt immer mindestens 30% runterhandeln, wenn nicht gar bis zu 50%. Ihr müsst einfach sagen, so ja, Kumpel hat mir das erzählt und der hat das für diesen und jenen Preis bekommen. Das heißt, wenn die sagen, hier, die Tour kostet irgendwie $80, und dann sagt ihr so, ja, aber ein Freund hat mir erzählt, der hat die Tour für $50 gemacht. Ihr habt gute Chancen, dass ihr die für $50 dann kriegt. Handelt einfach, auch wenn ihr euch dabei dumm vorkommt, aber es gibt so viele Anbieter und wenn die euch keinen Rabatt geben wollen, dann sagt ihr einfach, ja, sorry, mach's gut, schwing den Hut, ich gehe zu einem anderen Anbieter, wo ich es günstiger kriege. Also Leute, ich hoffe, ihr konntet euch ein paar Tipps mitnehmen aus diesem Video. Haut rein, ciao.